Giorno Lottmann, reicht man die Frau, ihre weit man nieder. Und man nieder, das ist die Fehler, wir sind so dran. Und dann schwerten die Frauen also an, schauen auf uns runter und bilden sich ein, mächtiger und schöner als wir noch zu sein. Aber so Mann, der ist der Erste, er denkt nur nicht dran. Wer ist der Meister oder der schon erhält? Der Mann ist in der Kampf zuerst auf die Welt. Aus einer Rippe kam Eva als Sand, die war nichts wie die Filiale vom Mann. Wir sind die Ersten und wir gehen voran. Wir rüsten Taten, wir sind Soldaten. Wir neu regieren, wir herrschen im Land. Wir sind auch schöner, das liegt auf der Hand. Schon bei den Tieren, das wird uns Einblick. Da steht die Weibchen entschieden zurück. Aber der Mann, aber der Mann ist bei den Tieren auch stets vorne an. Wenn man einen Löwen, einen Hahn sich beschaut, Löwin und Huse ist halb so gebaut. Und bei den Menschen ist gerade beim Tier, die Männer sind schöner, den sagen wir. Ist eine Maid in den Jüngling verliebt, darf sie nicht wagen, ihm das zu sagen. Nein, sie muss warten, bis er sagt, sei Maid. Auch in der Ehe herrscht er nur allein. Sie darf nicht sagen, komm, küss mich doch nur. Ich bin heute gar so verliebt von Natur. Aber der Mann, der hat das Recht, wenn er will, fängt er an. Er braucht nur sagen, komm, gib mir den Kuss. Er braucht nur wollen, die Frau aber muss. Er küsst die Frau und er ladet sie ein. Braucht nicht mal immer der eigene sein. Nimmt man mal heute ein Witzblatt zur Hand, kann man oft schauen, Witze auf Frauen. Auch Schwiegermütter werden Witze gemacht, doch Schwiegervater wird niemals verlacht. Schon die Natur schub uns anders wie sie. Frauen kriegen Kinder, haben Plage und Mühe. Aber der Mann, der tut als gehen die Sache nicht an. Kettern und Basen, die fragen geschwind, wie geht's der Mutter, wie geht's dem Kind? Was machen beide, wird oftmals gefragt. Was macht der Vater, noch keiner gesagt. Wenn man die Frauen auf dem Ball sich beschaut, wie es sich rüsten, wie es sich brüsten, wie es sich kleiden, so ganz raffiniert, wird eben stets auf den Mann spekuliert. Die Kleider ganz eng wegen der schönen Figur. Manchmal da ist es mehr Kunst wie Natur. Aber der Mann, der hat alles echt und da steht es was dran. Aber er zeigt nicht, denn wir ein Trikot, na da wären wir ja auch viel schöner wie so. Manch eine Frau hat einen herrlichen Mann, gehen sie nach Hause, schauen sich an.